Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Auto. Das Haus der Familie Morga lag an einer schmalen Straße, die von ein paar kranken Bäumen gesäumt war. Auf dem Trottoir gingen einige Leute, die auch nicht besonders gesund aussahen. Vor dem Haus standen einige Bauarbeiter, die bohrten und hämmerten. Ich klingelte bloß und wartete. Frau Morga sah aus wie eine Frau, die gerade dem Leibhaftigen persönlich begegnet war. Es ist einfach grauenhaft. Ich halte das nicht mehr länger aus. Zugegeben, es gibt schönere Gegenden und schönere Häuser. Darum geht es nicht. Mein Mann, er... Ist das ein Silbenrätsel, was Sie da von sich geben? Nein, mein Mann... Das habe ich mittlerweile begriffen. Es geht also um Ihren Mann. Nein, das heißt doch, es ist grauenhaft. Ihr Mann oder bloß die Umstände? Wie bitte? So kommen wir nicht weiter. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie mir alles aufschreiben. Ich gehe in der Zwischenzeit einen Kaffee trinken. Bitte. In der Garage? Meinetwegen auch in der Garage. Ich kann nicht mehr hinsehen. Es ist... Grauenhaft, ich weiß. Findet in der Garage eine Mitgliederversammlung der Autopartei statt oder noch etwas Grauenvolleres? In der Garage liegt ein toter Mann. So kommen wir der Sache schon näher. Ihr Mann ist also tot. Nein, das ist nicht mein Mann. Schauen Sie doch selbst. Sie fasste meine Jacke an und zog mich nach unten in die Garage. Es war eine ganz gewöhnliche Garage. Und in der Garage stand ein ganz gewöhnlicher Wagen. Und im Kofferraum des Wagens lag eine ganz gewöhnliche Leiche. Ist das nicht grauenhaft? Dieser Mann ist ermordet worden im Kofferraum meines Mannes. Das ist allerdings ungewöhnlich. Da rufe ich am besten gleich mal die Polizei an. Muss das sein? Könnte man die Leiche nicht einfach... Unter den Teppich kehren? Das geht nicht, Frau Morga. Nicht in unserem Land. Hier können sich so etwas nur ein paar wenige erlauben. Und ich glaube kaum, dass Ihr Mann zu diesen wenigen gehört. Also gut. Ich mache aber keine Aussage, solange ich nicht mit meinem Mann gesprochen habe. Frau Morga hatte offenbar immer gut aufgepasst, wenn sie sich einen Fernsehkrimi angeschaut hatte. Ich ging nach oben und benutzte das Telefon. Dann rauchte ich eine Zigarette, während Frau Morga leise vor sich hinschluchzte. Schließlich kam dann die Polizei und alles nahm seinen gewohnten Lauf. Eine Schusswunde im Rücken. Kennen Sie den Toten? Nein, ich habe den Mann noch nie zuvor gesehen. Besitzt Ihr Mann eine Waffe? Dazu möchte ich im Moment nichts sagen. Dann mal zu Ihnen, Maloney. Mir geht es gut, danke. Wunderbar. Wie soll die Polizei Verbrechen aufklären, wenn niemand gewillt ist, mit ihr zu kooperieren?